Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch. Vierfach-Map ohne Gräben in der Version 1.3. Die vorletzte Folge, wenn alles planmäßig läuft in der Version 1.3. Danach wechseln wir auf 1.4. Was haben wir gemacht? Wir haben Schweine gekauft. Ihr seht jetzt, wir haben jetzt Schweine. Wir haben 76 Schweine gekauft gestern in der Nachmittagsfolge. Und ja, das ist schon mal was. Ja, dann haben wir schon mal ein paar Viechers. Und ich fahre jetzt mal dieses Fahrzeug mit Anhänger, dieses Gespann. Fahre ich jetzt mal nicht direkt wieder weg, sondern ich stelle es mal hier hin, weil wir jetzt ja auch irgendwann endlich mal mit der Ernte anfangen müssen. Viele unserer Felder sind erntereif. Und dann lasse ich das einfach mal da stehen. Was ich jetzt mache, ist, ich stelle den Viehtrailer weg. Ich weiß auch nicht genau wohin, da in den Unterstand, wo er bisher stand, da passt er eigentlich nicht rein. Das ist er zu hoch für. Ich kann ihn eigentlich hier reinstellen. Aber so oft brauchen wir den ja im Moment auch noch nicht. Was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ist Wasser für die Schweine verteilen. Erstmal eben hier vorne das Tor zu machen. Ah, hier. Muss ja nicht offen stehen bleiben. Sieht denn hier aus? So, wir haben Schweine. Wir haben Schweine. Wir machen da sag mal ein Foto von. Zack. Die Futterfabrik hier ist auch noch am Arbeiten. Und wie gesagt, gleich nur noch mal eben irgendwie um Wasser kümmern. Ich weiß gar nicht, wo wir unsere ganzen. Ich weiß, dass wir einen Wassertransporter am Rinderhof stehen haben. Achso, ich wollte gucken, wer nicht hier reinpasst. Rein. Wir müssen aber eigentlich noch mehr am Rand stehen haben. Ja, hier steht er. Hier stört er mich nicht. Alles gut. Da kann er bleiben. Sehr schön. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, wie wir uns denn jetzt hier gleich noch Wasser für die Schweine holen. Und ja, wir müssen auch am Rinderhof sowieso noch weiter Futter verteilen. Der steht bei ja. Ach, das ist der am Rinderhof, alles klar. Der steht bei der Molkerei. Molkerei ist aber voll. Das heißt, bei dem hier kann ich getrost sagen, wir fahren hier weg. Wir fahren mit 22.500 Litern Wasser zu den Schweinen.
Guck mal, ich weiß gar nicht mehr, wo da der Trigger ist. Bei den Schweinen. Jo, die Molkerei müssen wir auch bald mal ablagern, sozusagen. Sachen wegholen. Schön mal wieder mit meinem B-Truck zu fahren. Lange nicht mehr gemacht. Oh, so dreckig wie Tier. Passt, dass wir damit zu den Schweinen fahren. Das passt ja. Ja, die ganzen kleinen Wasserfässer, die ich habe, also das bei den Schafen, das behalte ich noch, aber das bei den Kühen, das brauche ich auch eigentlich nicht mehr. Fast ein Drittel rein von dem, was hier reinpasst. Bin ich ja ewig am Fahren immer. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Kühe ich habe. Was liegt da jetzt eigentlich rum? Da liegt eine Leerpalette rum. Leerpalette. Wieso liegen hier Leerpaletten? Man weiß es nicht. Man wird es vielleicht auch nie erfahren. Ja. Ja, dass man auch ausgerechnet jetzt nachts hier Wasser für die Schweine bringen muss. Aber wo war das denn noch? Hier draußen, ne? Irgendwie. Denn das hier mit dem Wasser bei den verdammten Axt. Was hier? Ne. Da war es doch drin. War das Gülle hier draußen? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich habe hier ja eigentlich erst einmal Wasser hingebracht und das ist schon 5000 Jahre her. Also gefühlt 5000 Jahre, natürlich nicht wirklich, aber ich stelle mich wieder an, wie so der erste Mensch beim Rückwärtsfahren. Ja. Geht doch. Das erreicht, würde ich sagen. Können wir den ja hier vorne erstmal hinstellen. Und stehen lassen. Moment, brauchen wir ihn ja sonst nicht. Können noch ein bisschen mehr Mischration hier auftanken. Dass wir dann hier auch wirklich so viel wie möglich haben. Und dann bringen wir das auch zu den Rindern. Bis der voll ist, können wir auch mal gucken, ob denn hier überhaupt schon was getan hat. Im Rinderstall. Ich weiß gar nicht, kommen dann hier auch noch mehr Rinder hin oder? Futter, Silage, Stroh, ist alles da. Wasser ist da. Ja.
hier dann nichts mehr? Nicht noch irgendwelche Rinder eingeblendet oder so? Sind schon Rinder produziert? Bei. Naja. Besser als nix. Bringen wir mal hier auch noch was hin, ne? Wo soll der denn jetzt hängen, ne? Du, weg hier. Jetzt sollte ich hier hinten auch einfach irgendwie mal so ein Glas Cargos noch kaufen. Kann mir das hier dann alles schön fein säuberlich fertig machen. Jo, so, Schweinen geht's gut, Rindern geht's gut. What else? What else? Kann ich da nur sagen. Können dann höchstens schon mal anfangen tatsächlich. Und die Ernte vorbereiten. Am Hof irgendwas machen. Na, der kann eigentlich auch erstmal doch zurück zum Hof. Habe ich hier einen Überführungskurs? Hafen. Hafenhof. Ist doch schön. Mich nicht drum kümmern. Fährt alleine. So. Welche Felder sind denn jetzt wirklich schon erntereif? Oh, bei den Kühen müssen wir mal irgendwann nachfüllen. Ja, aber jetzt nicht. Da ja. Also Feld 1 ist erntereif. Nach Feld 14 eigentlich. Eins ist für erntereif, Feld 20 ist erntereif, 2 ist sowieso erntereif, jetzt haben wir auch Feld 2. Weizen. Oh, Weizen haben wir aber ja ohne Ende jetzt, ne? Das ist ja cool. Ja, was heißt ohne Ende haben wir es auch nicht, aber wir haben schon reichlich Weizen. Ja, dann fangen wir doch mit Feld 2 an. Ich bin ja am Überlegen, weiß gar nicht, welche Schneidwerke wir beim Fat Action einsetzen, sowohl im, also eher im Singleplay als auch im Multiplay. Das weiß ich überhaupt nicht. Bin ja am Überlegen, ob ich neue Schneidwerke kaufe, weil ich finde die schon cool. Erntemaschinen, Schneidwerk. Ich habe ja im Augenblick
Den da, glaube ich. Genau, davon habe ich 4. So, die haben 13 Meter. 70. Weiß aber nicht, ob die diesen eingebauten Schneidwerkswagen mit haben. Haben die das? Haben die es nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass sie auch von Modding Welt sind. Ich kauf mal eins. Dann guck ich mal, ob's das denn ist. Der 900er Vario steckt im Verkehr fest. Und dann. Ja, ist klar. Alles gut. So, und jetzt gehe ich einfach mal rüber zum Händler. Entspringen. Händler. Suchen. Jo. Dort sind die. Ja, dann kaufen wir uns noch mal 4 Stück davon. Okay. Ich will ja Fat Action nicht alles nahe machen, aber die Schneidwerke sind einfach cooler, weil du brauchst keinen extra Wagen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, hier schön 4 neue Schneidwerke. Das nicht toll aussieht, weiß ich auch nicht. So. Und jetzt fahren wir nämlich tatsächlich mit meinem, mit unserem Drescher zum Händler, verkaufen das andere Schneidwerk und den Schneidwerkswagen. Und dann nehmen wir die neuen. Spart uns ein bisschen, ja, ein bisschen alles irgendwie. Sowieso mal eben gucken. Kann ich das auch reparieren? So. Nein! Den will ich doch nicht verkaufen. Das ist bescheuert. Bist du denn bescheuert? Den will ich doch nicht verkaufen. Ich will doch hier das Schneidwerk verkaufen, was hier im Verkaufstrier liegt. Ja, habe ich sogar nicht mal Minus gemacht, wirklich. Also außer die Instandsetzung. Aber. Ansonsten bin ich dann nicht mit Minus rausgegangen. Bin ich ja schon cool, ne? Das ist doch schon mal. Mal nett. Jetzt haben wir die neuen Max Flow Schneidwerke und ich fahre mir hier wieder einen Wolf.
Wieder erster Mensch. Obwohl wir hier eigentlich gar nicht rum müssen. Egal. Wir fahren jetzt mal hier lang. So, alles gut. Und das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Hinterlasst mir ein Like oder hinterlasst mir einen Kommentar. Oder von mir aus schaltet gerne morgen wieder ein. Das würde mich tierisch freuen. Und ja, in diesem Sinne sage ich ciao.